Grüßt euch. Oh Mann, was für ein Wetter habt ihr denn da wieder mitgebracht? Das sieht zwar jetzt alles schlimm aus hier vorne, aber es ist immer noch besser als keine Platten und purer Boden, wo man dann irgendwann nicht mehr durchkommt. Und so sind wir jetzt auf der sicheren Seite. Da wird das ganze Gelände einen Rundweg ausgelegt und dann sind wir da immer einsatzfähig. Genau. In den letzten Wochen und Tagen vor der Eröffnung der DLG Feldtage 2016 hat Petrus für viel Abwechslung gesorgt. Regen, Wind und Sonne immer im Wechsel. Man hat immer Widrigkeiten, auf die man reagieren muss. Das ist Produktion unter freiem Himmel. In Sichtweite von der Ausstellungsfläche liegt das kleine, beschauliche Städtchen Haßfurt am Main. Wenn es die Zeit zwischendurch mal erlaubt, kann unser Born-to-Farm-Team hier den Akku wieder aufladen. Unterfranken, speziell Haßfurt, ist eine sehr liebens- und liebenswerte Kleinstadt, in der man gut alles hat, was man braucht und dann in der Region auch schöne Ausflugsziele hat, wo man dann, wenn man mal frei hat, auch verweilen kann und einfach mal den Tag ausklingen lassen kann. Auf den letzten Metern müssen hier und da noch einige Arbeiten erledigt werden. Trotzdem ist heute mal eine etwas längere Essenspause drin. Florian, wo befinden wir uns denn gerade? Gerade sind wir in Zeil am Main, einem Nachbarstädtchen von Haßfurt. Und das ist, glaube ich, so Unterfranken, wie es leibt und lebt. Idyllische Gässchen, Fachwerkhäuser, gute Gasthäuser. Und da werden wir es uns jetzt zum Mittag mal schmecken lassen. Na dann, guten Appetit, lasst es euch schmecken. Wir sehen uns bei der Eröffnung der DLG Feldtage 2016 auf jeden Fall wieder. Es geht Richtung Zielgerade, kurz vorm Finale, Hashtag Born to Farm. Auch die allerletzte Folge solltet ihr nicht verpassen.